Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2 Viewer vs. Nergorix. Heute gegen Hot Chicken, einen Zerg aus der Platin-Liga. Das heißt, für mich ist es jetzt Zeit, meine Main Race auszupacken mit Protoss. So. Dem wir letzte Folge fast Probleme bekommen haben gegen Gewinner. Wir haben zwischendurch Probleme bekommen, aber dann glücklicherweise ihn nochmal zurückwerfen können, der ja geproxied hat mit Narobo und dann den Immortal Push gesetzt hat. Vorher mit DTs. Ich weiß gar nicht, ob wenn der Immortal Push vorher gekommen wäre ohne DTs, aber dann hätte er keine Arcans gehabt. Also die Arcans waren auch, wobei die hatte er gar nicht einen Push gehabt, ne? Hätte er nur am Ende gehabt. Vielleicht war das der Fehler bei ihm. Ich habe gerade überlegt, ob ich Nexus First spiele, aber ich glaube, in so einem Match ist das nicht sinnvoll, Nexus First zu spielen. Hier geht es immer darum, hier auf Nummer sicher zu gehen. Auch wenn man dadurch vielleicht leicht hinten ist. Wenn das natürlich jetzt Diamant gegen Diamant wäre, dann würde ich diesen Vorteil vielleicht brauchen. Aber so hoffe ich, dass ich einfach über das Erkennen der gegnerischen Taktik und dann hoffentlich solidere Makro-Mechanics das Spiel gewinnen kann. So ist der Plan. Ob das funktionieren wird, ist noch die Frage. Hat er die Hedge genommen? Ja. Viele Leute nehmen ja auch diese Hedge als Zerg als erstes. Aber das war ihnen scheinbar zu riskant. So, wir täuschen die auch nicht an, dass wir Cannon rushen, denn alle Leute, die hier gegen mich spielen, werden wahrscheinlich meinen Stream kennen. Und dass ich das häufiger mal mache. Deshalb probieren wir es gar nicht erst. Diese Ressourcen können wir uns erstmal sparen dafür. Was ich gerne machen würde, ist tatsächlich... Ne, wir machen den DT-Drop. Wir machen den DT-Drop. Mal schauen, ob wir damit Schaden machen können. In der Regel kann man, selbst wenn der Gegner darauf vorbereitet ist, wenn man es schafft, vernünftig zu makroen, was bei mir durchaus zu Problemen führen kann, kann man es trotzdem schaffen, da gut Schaden rausholen, indem man einfach daraus einen Arken macht aus den 4 DTs oder 2 Arkens natürlich und dann einfach mit dem Mob war konstante Rest. Das ist jetzt der Plan. Mal schauen, ob er aufgehen wird. Cannon Rush doch mal. Nein. Es gibt keinen sichereren Weg zu verlieren, als wenn ich Cannon rushe. Deshalb werde ich das sicherlich nicht tun. Das wäre nicht so schlau von mir. So. Noch immer keine dritte bei ihm. Das ist interessant. Länger. Mal schauen, ob da ein Leertag ist. Das wäre tatsächlich ganz interessant zu wissen. Ah, haben wir den jetzt gesehen? Ja, sonst wäre da kein Dingens gewesen. Müssen hier ein bisschen aufpassen mit den Lingen, die gleich kommen könnten. Was ist das wert? Schnell, renn zurück, bevor die Linge da sind. Schaffst das. Sehr gut, hat er geschafft. So. Das ist übrigens immer noch irre, wie hier links an dieser Leiste immer noch angezeigt wird, dass das Mothership fertig ist und nicht der Mothership Core. Dass man das nie gefixt hat. Schon irre. So, Chronoboost hier drauf wieder. So, eigentlich nimmt man jetzt Zealot Charge mit. Alternativ kann man auch Adepten-Upgrade mitnehmen, aber wir wollen lieber auf Gebäude gehen. Das hat mir in letzter Zeit besser gefallen. Ich habe das öfter mal jetzt gespielt. Habt ihr vielleicht in den Multiplayer-Folgen auch schon gesehen oder werdet ihr noch sehen, je nachdem. Ich weiß gerade nicht, wie viele Folgen da schon ausgestrahlt sind, weil ich mit der Serie noch relativ aktuell bin. Jetzt hier drauf. Heilen hier setzen und überhaupt Heilen setzen. Auch das ist wichtig. So. Vielen Dank für den Follow an Account. Treffender Name für deinen Account.
So. Kann mir gerade nicht genug die Tees leisten. Schicken wir schon mal zwei hier rein und dann müssen wir gleich nochmal das machen. Oh, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Da ist jetzt der All-In. Also, ja, wird er, haben wir gesehen. Aber warum hat er jetzt abgebrochen? Warum hat er jetzt abgebrochen? Das heißt übrigens für mich, dass er vermutlich gleich keine gute Defense gegen die T-Star hat. Ah, doch, hat er leider. Mich wundert es, dass er jetzt hier nicht den Push vernünftig aufs nächste Level hieft. Er hat sich immer nach Hause zurückgezogen. Okay, das war knapp. Spackt ein bisschen rum. Hier vorne, doch, hat er. Den übrigens nicht wegschicken sollen. Oh, nicht gut. Nicht gut, der Supply Block. Jetzt gleich nichts mehr. Our pylon is under attack.
So, was hatten wir noch? Da oben das Bellennest. GG, sehr schön. Generieren Schilde im War Prism. Ja. Alles regeneriert im War Prism. Wenn du ein WBF mit Auto Repair in einen Medivac setzt und da drin eine mechanische Einheit hat, dann wird die sogar repariert. Nur das Medivac selbst wird nicht repariert. Gleiches gilt übrigens für einen Bunker. Wobei im Bunker kannst du keine mechanische Einheit setzen, außer andere WBS. Aber in der Theorie ist es so. Finde ich übrigens eine sehr interessante Sache, die ich bis vor kurzem auch noch nicht wusste. Alles erfahren durch das Erstellen für die Anfängerserie. Aber an dieser Stelle würde ich dann sagen, vielen Dank, Kotschicken, für das Spiel. Ja, Binding Bass hatte ich selber auch ein bisschen zurückgeworfen. Und ja, dann hast du mich da mit dem nächsten Push nochmal ein bisschen erwischt. Aber wir sehen hier, mein Bordwisma hat dann doch geregelt. Deshalb, ja, war dann die Niederlage leider da für dich. Für mich ist natürlich schön. Ich hoffe, euch hat diese Partie auf jeden Fall gefallen. Und ihr schaut auch beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts könnt ihr auf die nächste Folge klicken. Unten rechts wird ein anderes Projekt von mir. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.